Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück. Wer die letzten Let's Plays von mir gesehen haben sollte, dem guten Mad Mike hier bei Bound by Flame, der hat wahrscheinlich festgestellt, dass die Soundqualität nicht mehr ganz so toll war, was mein Mundwerk angeht. Das lag daran, dass meine Webcam aufgezeichnet hat, nachdem ich hier irgendwelche Treiber wieder rumgeschoben habe. Das tut mir sehr leid, ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich wollte die Sache nicht nochmal spielen müssen. Da bin ich jetzt einfach voll gewesen in der Richtung. Und habe das Problem mal beseitigen können mit Übersteuerung und allem drum und dran. Also ihr müsst jetzt eigentlich wieder eine richtig schöne, wenn auch leicht kränkliche Stimme von mir hören. Denn ich bin immer noch verschnupft, leicht erkältet. Es geht momentan extrem um. Hey, wenn selbst unsere Fußballer zur WM momentan krank sind, dann darf ich das auch sein. So, ja. Wir gucken einfach mal kurz auf der Karte. Mir geht es wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich muss jetzt auf jeden Fall dahin. A Fragile Alliance and the Legendary Forge of Color. Das... Seelenmusik kann ich mehr sammeln, das ist schon mal ganz gut. Ich muss also noch durch die Gegend rennen. Im Übrigen, sehr schön noch die Klinge zu beobachten. Hier, ne, ist so mit Runen und so jetzt verziert. Langsam werde ich echt badassig. Badassig, wie sie das wohl aussieht. Kannst du da bitte zeichnen? Das wäre cool. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum unsere Videos so wenig Hits haben, dann kann ich das ganz einfach erklären. Das ist eine ziemlich einfache Sache, die ist recht schnell runtergeklappert. Wir sind keine Redakteure. Wir haben keine dicke, fette Webseite, die uns irgendwo unterstützt, wie es beim Kronk und Sarasa der Fall ist. Und dementsprechend ist das halt, und wir werden nicht gesponsert, wir haben kein Geld, dass wir über Werbung machen können. Wir sind einfach nur wirklich ein paar Freaks, wie ihr halt auch, und versuchen so ein bisschen unser, ja sag ich mal, unser Spielverhalten an den Tag zu legen. Go to the support pillar in the southeast of the city. You'll come out near the cliff. Follow it and you'll come to a rift. Go in. The elf army is there and they'll take care of you. Alles klar, gut, dann haben wir also die Mannequins der menschlichen Fraktion jetzt auch befreit, sehr schön. Und jetzt gucken wir mal, wo wir noch hin müssen. Ne, ist aber wirklich so, wir sind nicht so gut bekannt, obwohl unsere Videos wirklich eine hohe Qualität an den Tag legen. Das wurde schon mehrfach bestätigt. Meine Stimme ist wohl auch total sexy. Das hat halt diese typischen Gründe des Marketings. Und ne, wir sind mal in der Hinsicht ganz normal aufgestellt. Wir sind zwar mit SteamGamer.de richtig gut verbandelt. Das sind aber auch, wir sind, also selbst das ist ein Hobby-Ding. Auch wenn der gute Mann das noch hauptberuflich nicht mehr macht. Das bringt halt einfach weniger, sag ich mal. Wenn wir das hauptberuflich machen müssten, dann wäre das eine Menge Investitionszeit und dann haben wir auch wieder die ganze Konkurrenz mit da drin. Man müsste also viele Kooperationen noch irgendwo finden. Dagegen hätte ich persönlich überhaupt nichts einzuwenden. Aber die brauchen das nicht mehr. Also wenn man versucht zum Beispiel bei GameStar reinzukommen, brauchst du, was waren das? 2000 Hits pro Tag. Ja, da kommt man nicht einfach hin. Also nur mal so... gesagt, wir kommen um die 1000, wenn es hochkommt, und 1500 pro Tag maximal. Und das ist schon gut für ein kleines Hobby, das ohne Werbung läuft. Wie komme ich jetzt eigentlich weiter? Ich laufe jetzt schon wieder im Kreis und versuche irgendwo durchzukommen. Ich sage, die Map-Führung ist nicht wirklich hilfreich. Geht's ab? Ja, hier kann ich nicht durch, super. Das hat dir voll geholfen gerade. Ja, dann gibt es natürlich noch, ach, guck mal, war ganz gut, hier ist noch was gewesen. Dann gibt es natürlich noch, noch andere Netzwerke, die anbieten, dass man bei ihnen unterkommt. Aber auch die sind mit ihren Klassifikationen sehr viel krasser drauf. Also ich sag mal, 1500 Hits will der eine, 2000 der andere. Die anderen nehmen alles, geben auch nichts zurück prinzipiell. Klar, man könnte bei Mediakraft vielleicht nochmal anklopfen. Die sind noch relativ jung dabei, aber Mediakraft, nichts gegen Mediakraft. Die haben schon das richtige Riecherchen dafür. Aber das ist halt, muss sagen, nicht so... meine Richtung. Ich würde da wahrscheinlich eher mehr in die Comedy-Richtung gehen, als in die Let's Play-Richtung. Mal gucken. Dann ist die nächste Frage, was bringt mir das eigentlich? Also wir verdienen natürlich nicht viel mit unserem Kanal. Wir monetarisieren ein bisschen hier und da, das ist ganz klar. Ich meine, unsere Arbeit, wir sind Moderatoren in der Richtung und Moderatoren wollen auch ein bisschen was kriegen dafür, dass sie das hier Hasbro stellen. Außerdem ist es Free Marketing, dann wollen wir auch ein kleines Stückchen vom Kuchen abhaben. Ist ganz klar, ganz normal. Irgendwie müssen wir unsere Spiele ja auch finanzieren. Und da wir keine Spendenaktionen oder sowas in der Art haben, sind wir auf das angewiesen. Und das ist halt echt nicht viel insgesamt. Naja, man hört's. Ich bin auch etwas verschnupft. Ja, ansonsten... ja, Viecher zum Kloppen, ganz klar. Die auch respawnen. Ey, ich bin vorbeigelaufen, du blöder Sack. Vergiss es. Diesmal nicht. Okay, vielleicht doch. Ey, ich hab geblockt, du Scheißviech. Ey, der explodiert gleich. Ja. Gut, er hat alles mitgenommen, inklusive seinen kleinen Vetter hier. Der kleine Vetter vom Vetter. Der Vetter vom Vetter vom Vetter vom Vetter. Vater von Vater von Vater. Ist von Vater Vater. Ja, wir kennen's. Ja, wahrscheinlich vorher was halt gewesen. So, auch platt. Weißt du was? Nochmal kurz in die Rippen getreten.
Meine Sprüche werden jetzt auch wieder ein bisschen besser. Im Übrigen liegt auch daran, dass wenn man krank ist, ihr kennt es vielleicht, wenn man die Nase voll hat im wahrsten Sinne des Wortes, der Rotz einem die Nase, das Gesicht runterläuft, dann ist es doch oft so, dass man, ja, sag mal so, sich nicht mehr so ganz konzentrieren kann, was kopftechnisch angeht. Deswegen ist man ja dann auch zu Hause, um sich auszuruhen. Wenn man so ein kleines Hobby wie das hier hat, dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Ich bin ja jetzt momentan der alleinige Versorger, was Videos angeht, weil der gute Knorker einfach keine Zeit dafür hat. Und bin quasi Alleinversorger. Und ja, da ist es natürlich nochmal doppelt so anstrengend. Erstmal ist ziemlich viel schief gelaufen, dann habe ich noch einen Bug gehabt bei Heroes of the Storm. Das ist wirklich so, dass das Mikrofon sich immer hochregelt. Das ist ein Bug, wirklich festgelegt. War nicht mein Fehler, ich habe es extra nochmal geguckt. Und man kann es austricksen, ist aber ganz schön hakelig. Man muss die Webcam quasi als Standardaufnahmegerät oder sein anderes Mikrofon, wenn man es haben sollte, einstellen. Auch als Standardkommunikationsgerät, so wie Standardgerät. Und muss dann im Aufnahmetool angeben, dass man aber mit dem anderen aufzeichnen möchte, also mit diesem hier. Dann regelt sich das nicht mehr immer hoch oder runter. Das war total nervig, die Scheiße. Es ist lustig, dass mir das immer noch da hinten zurück schiebt. Es leitet mich tatsächlich wieder zurück. Und dann ist es dazu noch verdammt heiß derzeit. Also es ist wirklich warm, ohne Ende. Und das sind Erkältungen, die Problemchen hier. Es hat sich alles wieder mal zusammengepackt. Wenn was kommt, kommt es dicke um die Ecke. Und in dem Fall bin ich ganz froh, dass die meisten Sachen jetzt vorbei sind. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich freue mich auch schon wieder auf Montag, aufs richtige Arbeiten. Ich habe auch eine richtige Arbeit, wenn es mich interessieren sollte. Und an der Stelle sind wir bei 6 Minuten 31 und dann kommt die Werbeeinlage. Ne, die Werbeeinlage ist einfach, wenn ihr unsere Videos mögt und ihr möchtet uns eine Chance geben, dann das Beste, was ihr machen könnt, ist, sagt uns, dass euch das gefällt. Oder sagt uns, was euch nicht gefällt. Oder ja, hier, bitteschön, der Hammer. Sagt uns das einfach, gebt ein Däumchen vielleicht nach oben oder shared vielleicht auch mal das Video oder erzählt euren Freunden davon. Aber viel wichtiger als all das, guckt doch mal unten in die Info rein. Da ist ein schöner kleiner Kalender verlinkt. Das ist unser Sendeplan, was wir alles machen. Das machen wir nicht nur für uns. Klar, wir kriegen Übung beim Reden, das ist eine super Sache. Das ist im Berufsleben sicher eine gute Sache auch. Vielleicht, wenn man auch mal Radiomoderator werden möchte oder sowas in der Art. Das wäre für mich zum Beispiel sehr interessant. Da muss ich nur für Studierenden. Guckt einfach rein, was kommt und guckt euch die Videos an und sagt einfach mal Hallo. Wir würden auch gerne mal eine Community-Aktion machen, aber es gucken einfach zu wenig unsere Videos an. Das ist halt. Ich könnte mal wieder einen Wettbewerb machen. Ich habe noch Keys zum Beispiel für Evercast Landmarks übrig. Aber ich weiß nicht momentan, warum ich das machen soll. Gebt mir einen Grund und ich mach's. So. Weiter geht's mit Bound by Flame. Ich mache es schnell. Wir gehen in die Stadt. Mit dir, wir könnten eine Chance haben. Knock it off, okay? Chance or not, I got no reason to risk my life. Ja, gut. Der traut sich nicht anzugreifen. Gibt ein kleines Duell. Na komm. Ja, das geht schnell. Hier wird nicht gerannt. So. Ja, natürlich. Ja. Das ist im Übrigen eine super Sache, wie man jemanden motivieren kann, heißt das Wort. Ha. Gut, den war schon mal motiviert. Mal kurz auf die Fresse gehauen. Die vierte Champion of the Alliance haben wir gemacht. Schnuckiputz, willst du irgendwas von mir? Okay. Das mit dem Stein habe ich noch nicht ganz verstanden, was ich eigentlich machen muss, aber passt schon. Da hinten ist auch noch irgendeine 2. Kann ich auch noch mit irgendjemandem reden? Die Frage ist, mit wem? Mit dem hier? Testen. So, der erzählt mir ein bisschen was über den 6000 Jahre alten Typen. Warum ich das so schnell mache, ist einfach... guck doch mal an, wie lang das ist. Komm ich nie durchs Spiel durch. So, jetzt habe ich auch mit dem gelabert. Der hat mir ein bisschen was über ihn erzählt, aber letzten Endes bin ich immer noch nicht weitergekommen. So, dann er hier? Ja. Yeah, sehr schön, der freut sich auf jeden Fall. Hey, Achievement! Söldner. Cool. Ja, cool, werde ich also noch mächtiger. Ich habe jetzt Tear of the World Heart. Mal kurz gucken, kann ich das irgendwie sehen im Inventar oder so? Das ist übrigens Lightning. Das ist natürlich nice. Also er ist scheiße lahm, der hat null Attack Speed. Das Ding ist so langsam, da kannst du wahrscheinlich an deiner Mutter vorbeilaufen. Guck mal, der Assassin. Das Ding ist ja... Er hat zwar nicht Interrupt, da ist der Ringer besser, aber ist trotzdem cool. Officer Chris. Der passt natürlich hervorragend zu meinem Helm dazu, ne? Muss man mal sagen. Den ziehe ich jetzt mal an.
Ja, sieht schon nice aus jetzt hier, so mit diesem Gold auch überall, am Helm auch schon Gold. Ich muss mal gucken, jetzt muss ich erstmal nochmal craften. Lichencraft sozusagen. Spoilers of the Dragon. Oh, guck dir mal eine an. Die passen ja auch sehr schön dazu hier, ne? Sieht man so schön, das Gold. Gibt es auch noch in dem Format hier, das ist wieder Titan, da gibt es Health Regeneration. Und Physical Resistance mit den Wölfen hier, das ist natürlich sehr geil. Das Problem ist, ich bin ja so eine Fashion Victim. Ich bin ja so eine Fashion Victim Schlampe. Also entweder Health Regeneration oder Physical Resistance. Ich nehme mal Physical Resistance. Kaching. So, dann haben wir die Kastagnetten, nenne ich sie immer auch sehr gerne. Da haben wir die einmal für den Griffin, mal wieder. Physical Resistance natürlich wieder mal. Schnief. Nehmen wir da rein, komm, Spikes dran, ist halt immer geil. Da kannst du auch ein paar Würstchen drauf aufspießen. Kein Problem. So, dann haben wir natürlich hier noch Gunner's Kit. Trap Damage brauchen wir eigentlich nicht. Ach, das ist hier mit Täschchen und so. Das ist ja geil. Parchment oder Inquisitor. Resistance to Dark Magic plus 5. Das ist alles Resistance. Set on Fire. Guardian Flames. These feathers from the mystical creature reinforce protection. Protective Flames. Das hier sind Protection Fire. Tja. Charm adds poison to the bearer's attack. Ach, echt jetzt? Cool, nehme ich. So, jetzt vergifte ich meine Gegner jetzt entsprechend noch ein bisschen. Schön, schön, schön. Finde ich gut. Was kostet das Ding hier im Übrigen? Oh ja, ein bisschen Kohle gibt's wieder. Ja, da habe ich ein kleines Upgrade gehabt. Langsam werde ich goldig. Finde ich cool. So, was haben wir denn noch Schönes? Dich würde ich gerne mal mitnehmen. Ja, der erzählt mir ein bisschen was. Klar. First, then, last, that. So. So, den nehmen wir mit. Den anderen brauchen wir nämlich nicht mehr. Speichern mal ganz kurz. Die F5-Taste ist ganz wichtig. Ansonsten, wie geht's mir im Leben? Ich habe überlegt, ob ich einen Videoblog mache demnächst mal. Einfach über mich. Wen es interessieren sollte, der kann das jetzt gerne hier auch im Kommentar hinterlassen. Diejenigen, die das Ganze sich angucken am Stück, dürfen mir gerne mal etwas dazu schreiben, ob sie es gerne hören wollen würden oder nicht. Geht über mein privates Leben so ein bisschen, was so passiert, warum ich das hier mache, was ich vorher war, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Also nette kleine Dinge. Cool. Ja, das muss ich dann auch motivieren. Alter, wir verlieren alle. Halt die Fresse. Das ist eine gute Idee. Ich will Captain anstelle des Captain werden. Yep. So sieht's aus. Geile Scheiße hier. Gleich mal geblockt. Oh, das ist gut. Flamme an. Jetzt kriegst du die Flamme erstmal ab. Hast du keine Chance, Mann. Ich hab den Dämon in mir. Take this. Boah, hat er mich getreten, die Sau. So. Die Sau, ey. Die ist richtig gut. Ja gut, dann werde ich umsonst Captain. Jetzt habe ich so schnell geblockt. Zu langsam geblockt, hast du gesagt. Ey, der ist schnell. Was hat der für eine Waffe da? Ist diesen Feuerball. Mit Dolch jetzt. Nee, echt jetzt? Ich muss ihn töten? Bist du sicher? Das ist aber scheiße. Was wackelt da? Großartig, jetzt töten sie sich gegenseitig. Das, ich meine nicht, dass er jetzt irgendwie noch nützlich gewesen wäre im Kampf. Ganz normaler Kampf, ey, bis zum ersten Blut, aber nicht bis der Dolch in den Rippen steckt. Mann, Mann, Mann. Und er steht einfach da, so guckt zu. Jo. You didn't leave me any choice. Let us go and seek out Prince Arundel. We must make haste to plan our attack. Tja. Aber immerhin hat er mir 5000 XP gegeben. Hey, ist auch nicht schlecht. Irgendwas Gutes muss ich ja haben. Wir machen an der Stelle ein kleines Päuschen, es sind 14 Minuten rum. Ich versuche die Let's Plays jetzt nicht mehr ganz so lang zu machen. Bis gleich, bis dann, Mad Mike.